Neue Bahnstadt Opladen, Wohnen an der grünen Mitte, Bauphase April 2017. Im dritten Bauabschnitt entsteht noch ein 10-Familienhaus. Erste Sandwichwände im Bereich der Tiefgarage sind gesetzt und die Einfahrt zur Tiefgarage ist erkennbar. Teile der Bodenplatte im Bereich der Tiefgarage ist bereits gegossen. Beim Rest laufen die Vorbereitungen. Eine Baugrube ist noch frei. Hier entstehen bei einem großzügigen Abstand 4 Einfamilienhäuser. Bleiben wir im dritten Bauabschnitt. Hier wurde Rollrasen verlegt und ein Teil der Bepflanzung ist erfolgt. Dieser Bereich ist schon bezogen bzw. bezugsfertig. Es wird intensiv an den Außenanlagen gearbeitet. Bei den Vario-Häusern im vierten Bauabschnitt ist die Verklinkerung abgeschlossen. Dachdecker, Tür- und Fenstermonteure, Fassadenreiniger sowie Zimmerleute prägen in diesem Bauabschnitt noch das Bild. LKW-weise wird geprobter Boden für die Verfüllung der Baugruben und den Außenanlagen angeliefert. Seit November 2012 berichtet Mettmann TV von dieser Baumaßnahme. Die Vermarktung ist fast abgeschlossen, aber wir werden an dieser Stelle weiter über den Baufortschritt berichten. Ihr Mettmann TV-Team.